Ja, diese Säule hier, die erinnert an eine Pandemie, aber eine andere, die jährt sich am 13. März. Wir erinnern uns, der erste Lockdown wurde verhängt und wir wollen uns mal umhören, was jetzt von der Pandemie eigentlich geblieben ist. Was nimmst du jetzt mit aus dieser Pandemie? Ja, es war ziemlich blöd, würde ich jetzt mal sagen, dass die ganze Pandemie angefangen hat, obwohl ich es auch verstehe irgendwie, weil eben das Ganze weggehen soll. Vorsicht vor dem, was einem aus diversen Medien erzählt wird. Vergleichen, kontrollieren die Meinungen und dann die besten Schlüsse daraus ziehen und vorsichtig bleiben und auf sich selbst vertrauen. Ich bin eigentlich gespalten. Ja, jetzt bin ich gespalten. Ja. Weil? Weil ich eigentlich die Anordnungen der Regierung befolgt habe, mich in der Familie abgesprochen habe, mit meinen Leuten, wie wir es denn machen. Wir machen mit, wir lassen uns impfen. Und ja, wie halt die Vergangenheit gezeigt hat, die kürzere, war das nicht immer gut. Also als allererstes als Jugendlicher finde ich es sehr schade, dass in dieser Zeit halt nichts offen hatte, zum Beispiel Kinos oder irgendwelche Freizeitaktivitäten wie Fortgehen. Beziehungsweise auch in der Schule war es sehr schwer für mich. Distance Learning, ich habe vieles, also ich gehe in die Hack, ich habe vieles Erlerntes noch immer nicht aufgeholt und ja. Es hat, finde ich, es war nicht nur negativ, es war am Anfang gar nicht so unangenehm, dass einmal alles ein bisschen runterfährt und man selber einmal runterkommt und bis dann das Homeschooling begonnen hat mit den Kindern. Jetzt ist man froh, dass halt wieder der Alltag eingekehrt ist und dass man halt schon wieder alles machen kann, uneingeschränkt. Aber man passt halt schon ein bisschen besser auf, auch noch, finde ich. Nicht so schön. Also, man war die ganze Zeit zu Hause, also war jetzt nicht so gewohnt, sage ich mal. Ist eine Erfahrung, die man nicht jeden Tag erlebt, also jedes Jahr. Sowas war selten und war auch für jeden das erste Mal, dass man jetzt eine Weile die ganze Zeit nur zu Hause bleiben muss. Und war jetzt nicht so schön. Also ich habe sowas noch nie miterlebt, aber ich will es nicht nochmal haben. Also das ist das schlimm. Das war anders als jede Krankheit, was wir hatten. Nein. Man hat im Zusammenhang mit dieser Pandemie natürlich auch viel Negatives gehört. Nehmen Sie was Positives auch mit? Ja, was Positives war bei der Pandemie sicherlich die verordnete Einsamkeit, die für viele vielleicht ein Gewinn war. Ganz ehrlich, nicht wirklich, weil Jobsuche war ziemlich schwer. Ja, einmal habe ich ein Jobangebot bekommen, habe ich gesagt, ja passt, ich nehme es. Dann hat es geheißen, tut mir leid, Pandemie, nein, vergiss. Ja, das ging dreimal so und das hat mir nicht ganz so gefallen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, den jungen Leuten ist zwar einiges von der Zeit genommen worden, was sie gehabt haben, aber trotzdem kann man jetzt wieder voll durchstarten. Es ist einfach froh, dass es vorbei ist. Nicht wirklich eigentlich. Also ich habe mich selber angesteckt und für mich war es nicht leicht, also die Erkrankung zu haben. Vielleicht für die Schüler war es vielleicht ein bisschen leichter, dass man dann zu Hause es mehr bequemer hatte. Also dass man dann, es sind voll viele durchgekommen, einfach so, die was Fünfer hatten, ja, genau, durften wegen einfach durch. So. Ja, das war positiv. Da konnten die meisten Schüler weiter. Ja. Dass man vielleicht doch ein bisschen besser aufeinander achtet und ein bisschen rücksichtsvoller vielleicht miteinander umgeht. Also ich nehme jetzt gar nicht so viele negative Sachen eigentlich mit. Ich habe mich jetzt da nicht eingeschränkt durch irgendwas gefühlt. Ja, das Maskentragen war halt einfach so. Ja, es war halt eine Erfahrung, die man nicht unbedingt machen hätte müssen, aber es ist, wie es ist. Ja.